Hallo und willkommen bei Tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Ich habe ja auf meinem Kanal hier drüben jede Menge Videos, wie man Notebooks repariert, egal ob das jetzt HP ist, Lenovo, Acer oder andere Notebooks, da wird dann gezeigt, wie man die auseinanderbaut und wie man da Komponenten tauscht oder irgendwas Defektes austauscht. Und unter die ganzen Videos wird aber immer eine Frage gestellt, das ist immer die gleiche Frage. Mein Notebook funktioniert nicht richtig, das lässt sich gar nicht einschalten, da passiert nichts, was kann ich da machen? Und hier habe ich jetzt mal ein Notebook, was genau dieses Fehlerbild hat, also hier passiert auch nichts, das kann man einschalten und da schraube ich das jetzt mal auseinander und zeige mal, wie man da vorgehen kann, um eventuell das Notebook zu reparieren oder auch nicht, je nachdem, was es natürlich für einen Schaden hat. Und da gucke ich jetzt mal, wie das hier funktioniert und was hier passiert. Ich habe hier ein ASUS Notebook, aber der Hersteller, der ist prinzipiell ganz egal. Und dieses ASUS Notebook ist ein ziemlich aktuelles Gerät. Der Akku ist hier in das Gerät eingebaut. Und hier habe ich das Netzteil, stecke ich mal rein. Da kann ich also sicher sein, dass es schon mal Strom hat. Und wenn ich hier auf den Einschalter drücke, passiert ja nichts. Hier vorne sind so zwei LEDs. Sieht man ganz schwer, sind ganz klein. Bei den neuen Notebooks sind ja kaum noch LEDs zu sehen. Und wenn, dann sind die irgendwo versteckt und ich drücke hier drauf, da passiert nichts, da läuft kein Lüfter an. Die Platte ist nicht zu hören, da ist noch eine konventionelle Festplatte drin. Auf dem Monitor passiert gar nichts. Die LEDs, wie gesagt, die machen nichts und ich kann auch länger drauf drücken, das sind diese alten Tricks, die man irgendwo immer liest, aber auch da passiert nichts. Zuerst schaue ich mal, ob das Netzteil überhaupt funktioniert. Diese Netzteile, die halten natürlich auch nicht ewig. Die gehen auch gern mal kaputt und dann machen die eigentlich gar nichts bei einem PC-Netzteil, da macht es meistens irgendwie mal ein lautes Geräusch, da knallt es mal oder es riecht vielleicht komisch und da kriegt man das mit, aber diese Notebook-Netzteile, wenn die kaputt gehen, da passiert dann meistens nichts mehr. Die gehen von jetzt auf gleich kaputt und da sieht man nichts, da hört man nichts, da riecht man auch nichts und ich messe es mal durch. Mein Netzteil das sollte ungefähr so 19 Volt haben und es hat 19,38 Volt. Das ist vollkommen okay. Also das Netzteil funktioniert. Und hier mein Stecker, der ist vorne leider sehr klein. Da komme ich mit der Prüfspitze nicht rein. Deswegen habe ich jetzt einfach mal eine Büroklammer dran gemacht. Also auf keinen Fall nachmachen, sondern entsprechende Prüfspitzen besorgen. Um trotzdem nochmal auf Nummer sicher zu gehen, habe ich mir nochmal hier so ein Universalnetzteil genommen. Das hat verschiedene Adapter dran. Da sieht man die so in etwa. Die haben verschiedene Größen und man kann den Adapter hier abmachen und kann anderen draufstecken. Und je nachdem, welchen Adapter man hat, hat man hier 19 Volt oder weniger. Und mein Notebook hier, das hat nur 33 Watt und das ist ein 45 Watt Netzteil. Maximal 45 Watt komme ich raus. Das steht hier auf dem Netzteil drauf. Und hier unten auf dem Notebook, da steht auch die Wattzahl drauf, die das Netzteil haben sollte. Und das muss natürlich immer übereinstimmen. Oder das Netzteil muss mehr Watt liefern, auf keinen Fall weniger, dann leben die Netzteile. Nicht so lange, dann kann es sein, dass die kaputt gehen. Hier mal in der Nahaufnahme, Output steht hier 45 Watt maximal. Das ist also gar nicht mal so viel. Es gibt auch Notebooks, die haben 90 oder 120 Watt. Und da sieht man auch hier schon am Stecker. Meistens ist es so, je kleiner der Stecker ist, desto weniger Leistung benötigt dann das Notebook. Ist aber nur so grob, so eine Faustregel. Immer hinten gucken, was hier drauf steht. 45 Watt Maximalleistung von dem Netzteil. Und ich gucke nochmal auf das Notebook. Auf dem Notebook ist nur ein ganz kleiner Aufkleber drauf, kann man kaum lesen. Steht hier dann 19 Volt, 33 Watt. Also mein Netzteil hat 45, also passt das. Das Netzteil sollte immer genauso viel Watt oder noch besser ein bisschen mehr Watt haben als das Gerät verbraucht, also hier mein Notebook. Ich probiere mein Notebook jetzt nochmal mit dem Alternativnetzteil aus. Stecke ich mal hier ran, schalte das ein. Sehr gut, Sicherung fliegt schon mal nicht raus. Und da passiert nichts, da passiert genauso wenig wie mit dem anderen Netzteil, mit dem Originalnetzteil. Das war ja auch so zu erwarten. Das hat ja auch funktioniert. Also, jetzt habe ich zwei Netzteile getestet, geht nicht. Und also muss der Fehler irgendwo hier am Notebook liegen. Wenn man bei den Hotlines anruft von den Herstellern, da ist es ganz egal, welche Hotline das ist, da kriegt man immer verschiedene Tipps und Tricks genannt. Man soll hier den Einschalter drücken und gedrückt halten, das Ganze 10 Sekunden oder 15 Sekunden oder 20 Sekunden, je nachdem, wo man da anruft und wen man dann an der Leitung hat. Oder man soll hier 10 mal draufdrücken und dann soll sich hier irgendwas resetten. Das hätte bei mir noch nie funktioniert, also das sind meistens richtige Hardware-Schäden am Mainboard oder an irgendwelchen Komponenten. Da hilft nur eins, aufschrauben und das mache ich jetzt mal. Bei Notebooks gibt es ja dutzende verschiedene Methoden, wie man die aufbekommt. Bei den neueren Notebooks, so wie hier, ist es meist relativ ähnlich. Am besten erstmal alle Schrauben entfernen, die man hier unten sieht. Habe ich jetzt mal gemacht. Hier sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schrauben. Habe ich alle schon rausgeschraubt. Hier bei diesem Notebook sind unter den Gummifüßen keine Schrauben. Um bei euch natürlich sicher zu sein, müsst ihr die Gummifüße wegmachen. Da geht man mit dem Schraubenzieher drunter, dann kann die abmachen, kann natürlich sein, dass man die danach neu festkleben muss. Wie gesagt, hier sind keine, das weiß ich. Und da drehe ich das Notebook mal rum. Und dann geht man hier bei dem Notebook dann an der Tastatur weiter und muss hier oben diese Platte entfernen. Bevor ich die Tastatur hier unten rausnehme, das ist die Tastatur und diese komplette Abdeckung, also alles hier muss entfernt werden, habe ich hier mal ein bisschen Schaumstoff hingemacht, das ist ganz praktisch, wenn man da irgendwie abrutscht mit irgendwelchen Werkzeugen, Schraubenzieher oder mit anderen Werkzeugen oder auch mit der Tastatur, wenn man da aus Versehen entgegenhaut, dann zerkratzt das Display nicht, das ist so ein dünnes Stück Schaumstoff und hier diese gesamte Abdeckung in der Schale, die muss raus, so ist es bei den meisten neuen Notebooks. Ich habe hier so ein Plastikwerkzeug, kennen die meisten ja so aus dem Handybereich. Wenn man sich Ersatzdisplays bestellt, dann werden die meistens mitgeliefert. Da kann man hier ganz vorsichtig drunter gehen. Am besten hier, wo das optische Laufwerk ist, weil da ist das Plastik meist am dünnsten. Da gibt das ganz gut nach. Und hier bin ich schon jetzt unten drunter und kann hier die Tastatur ein bisschen anheben. Und dann gehe ich hier mit dem zweiten Tool rein. Und jetzt habe ich hier noch ein drittes. Und dann löst sich das. Und dann kommt hier die Tastatur mit dieser Plastikabdeckung hier raus. Es gibt zwei Arten von Notebooks, wie diese hier. Einmal das Notebook, wie man das hier sieht. Da geht es sehr einfach raus. Also, ich muss ja kaum Kraft aufwenden. Das springt schon von selbst raus. Muss man vorsichtig sein? Hier unten drunter sind ja noch die Flachbandkabel. Und es gibt Notebooks, da will diese Abdeckung gar nicht raus. Da ist sie richtig fies hier festgekrimmt. Und wenn man hier das versucht rauszuhebeln, dann brechen auch teilweise so Laschen ab. Das kriegt man gar nicht anders hin. Also bei dem Notebook geht das ganz einfach. Das ging super leicht raus und ist auch nichts hier neben abgebrochen. Und es gibt aber auch leider Notebooks, da brechen teilweise hier Sachen ab. Und da geht es sehr schwer, muss man sehr vorsichtig sein und wenn man das hier hochklappt, sieht man hier schon die Flachbandkabel und die müssen natürlich ab. Das sind die Flachbandkabel von der Tastatur hier rechts und das ist der Einschalter oder das Touchpad das sieht man jetzt so nicht. Da ist so ein kleiner Hebel, den muss man hochklappen und hier ist er schwarz, hier ist er weiß und dann kann man die Kabel ganz leicht rausmachen. Dann kann ich die Tastatur hier runternehmen und dann habe ich hier Mainboard dann habe ich hier den Akku, die Festplatte und hier das optische Laufwerk. Mein Akku, der ist bei diesem Modell hier vorne und hier ist er ans Mainboard angeschlossen. Bei anderen Modellen sind die hier hinten drin und meistens sind die festgeschraubt. Mein Akku hier ist festgeschraubt mit 1, 2, 3 und 4 Schrauben. Drei habe ich schon mal rausgemacht, die liegen hier drüben. Und dann mache ich mal die vierte raus. Muss man eben aufpassen, dass da keine... Teile jetzt aufs Mainboard drauf fallen hier und das ist ja nach wie vor unter Strom. Der Stecker der ist hier noch mal arretiert. Dieser silberne Bügel den muss man zurückschieben. Sollte man natürlich auch kein Schraubenzieher nehmen. Das wäre ein bisschen doof, weil hier ist ja Strom drauf und dann kann man ganz vorsichtig den Stecker hier so rausmachen, diesen weißen, und kann den Akku rausnehmen. Wenn der Akku draußen ist, dann probiere ich es jetzt nochmal mit dem Netzteil. Könnte ja sein, dass der Akku einen Defekt hat, vielleicht einen Kurzschluss produziert hat. Und ich stecke jetzt mal das Netzteil hier hinten rein. Das Netzteil steckt jetzt hier vorne drin. Hier sehe ich auch den Lüfter. Meistens laufen die an. Kann man direkt schon mal testen, ob er sich überhaupt dreht. Wenn das Notebook ein bisschen älter ist, kann sein, dass die hier durch den Staub so festgefressen sind. Der Einschalter bei diesem Notebook, der ist hier hinten. Da sieht man den. Und bei diesem Notebook brauche ich die Tastatur nicht anzuschließen. Da kann ich direkt hier so draufdrücken. Mache ich mal mit hier so einem Plastikwerkzeug. Aber da passiert nichts. Die Festplatte läuft nach wie vor nicht. Der Lüfter, da dreht sich auch nicht. Und hier vorne leuchten die LEDs nicht. Hier sieht man die auch hier und da passiert also gar nichts. Wenn ihr ein Notebook habt, wo der Einschalter in der Tastatur drin ist, das sieht man meistens hier von unten, dann ist hier noch mal ein Schalter mit einem Kabel, dann müsste dieses Kabel natürlich vorher hier anschließen und das ist aber bei dem Notebook zum Glück nicht der Fall. Aber passiert auch jetzt nichts. Als nächstes baue ich mal das optische Laufwerk aus. Das wird hier so zur Seite rausgeschoben und das kann dann weg. Und als nächstes kommt dann die Platte dran. Die ist hier festgeschraubt mit vier Schrauben. Die schraube ich auch mal raus und dann nehmen dann die Platte. Die Schrauben sind draußen, die Platte ist jetzt auch draußen. Die kann ich nachher mal an einem anderen Rechner testen und ich stecke wieder mein Netzteil rein und aber auch da passiert nichts also die Platte und das optische Laufwerk, die haben jetzt auch keinen Kurzschluss verursacht, könnte ja auch sein. Jetzt habe ich eben nur noch das Mainboard hier. Das RAM-Modul ist hier bei diesem Modell unten drunter. Das muss ich mir gleich mal angucken. Und hier drüben habe ich noch eine Platine, so eine Unterplatine mit USB-3-Ports dran. Das hier ist die Hauptplatine von dem Notebook, also mit dem Prozessor drauf, mit der Grafikkarte drauf. Und hier diese kleine Platine, so eine Unterplatine. Hier neben sieht man so ein USB-Port. Kann natürlich sein, dass da jemand vielleicht was reingesteckt hat. USB-Stick oder so falsch rum oder hat irgendwas verbogen, hier drin was abgebrochen, kurzschluss verursacht. Und diese kleine Platine, die kann ich auch hier entfernen. Da klappe ich hier den Hebel um und mache das Flachbandkabel ab. Und jetzt habe ich die von der Hauptplatine getrennt. Nächster Versuch mit dem Netzteil, Stecker steckt. Einschalten, passiert nach wie vor nichts, kein Piep, kein Bild hier oben. Der Lüfter dreht sich auch nicht mal. Der Lüfter ist hier angeschlossen an das Mainboard. Also der kriegt seinen Strom hier vom Mainboard. Hier unten habe ich noch die Lautsprecher. Hier, das scheint der linke zu sein. Und hier der rechte. Hier hat man die Verbindungskabel. Und hier sind die auf das Mainboard, also auf die Hauptplatine, aufgesteckt. Und die mache ich mal vorsichtig raus. Zum einen. Und dann mache ich mal den Lüfter raus. Könnte ja sein, dass der vielleicht irgendeinen Kurzschluss produziert. Unwahrscheinlich, aber durchaus möglich. Und wieder Netzteil dran. Passiert nichts, klar, der Lüfter dreht sich sowieso nicht, aber da zuckt auch nichts hier oben, da gibt es kein Bild. Und ich baue das Mainboard mal aus. Das Mainboard ist in diesem Fall auch mit vier oder fünf Schrauben festgeschraubt. Je nachdem, wie man das zählt, habe ich alle rausgeschraubt. Wenn ihr mal eine Platine habt und da sind so kleine weiße Pfeile drauf, wie man den jetzt zum Beispiel hier sieht, oder hier drüben sieht man nochmal so einen kleinen weißen Pfeil. Dann bedeutet das, dass hier eine Schraube reinkommt, hier diese anderen Löcher. Da kommt dann meistens von unten die Schraube dann durch. Also da kommt von oben keine Schraube rein, wenn man es wieder zusammenbaut. Und hier kann man jetzt die Hauptplatine rausnehmen. Legt die mal so hoch. Hier habe ich noch das WLAN-Modul. Das nehme ich mal raus. Das hängt noch an der Antenne. Das sieht so aus. Mal nebenhin gelegt. Und hier sieht man auch das RAM-Modul. Hier oben ist dann die Hauptplatine von dem Notebook mit dem Prozessor und dem RAM-Modul. Hier unten ist der Lüfter und eine Sache ist hier nicht vorhanden. Einigen ist es bestimmt schon aufgefallen, was hier fehlt oder nicht da ist. Und das ist die Heatpipe. Die fehlt bei diesem Notebook komplett. Ich hatte ja vorhin hinten drauf geguckt, das hat nur 33 Watt. Entsprechend wenig Wärme scheint hier die CPU abzugeben. Und hier ist es wohl so, dass es reicht, dass dieser Luftstrom, der durch den Ventilator, durch den Lüfter hier erzeugt wird, dass dieser Luftstrom reicht, um den Prozessor quasi im Vorbeiwehen zu kühlen. Also hier brauchst keine Heatpipe. Das ist natürlich ziemlich praktisch jetzt beim Auseinanderbauen, aber normalerweise ist da eine Heatpipe drin, also ihr müsst noch ein paar Schrauben mehr entfernen. Hier ist jetzt also komplett alles abgemacht. Der Monitor, der ist noch angeschlossen. Der ist hier mit diesen kleinen schwarzen Kabel, hier sieht man diesen schwarzen Stecker an die Hauptplatine angeschlossen, darüber kriegt der Strom und auch die Daten, also hier ist es noch feste, ich lege mal was unten drunter, damit das hier nicht zerkratzt, ganz vorsichtig so, und schließ mal das Stromkabel jetzt an, das Netzteil schalt mal ein, das muss ja noch weg und... Da gibt es auch kein Bild. Sollte auf jeden Fall mal ein Bild kommen. Oder zumindest mal ein Piep, wenn da ein Buzzer drauf ist. Die Lautsprecher habe ich ja abgeklemmt. Oder es sollte mal irgendwas zucken, aber da passiert nichts. Da ist mit sicher das Mainboard-Effekt. Eine Möglichkeit gibt es noch, das ist das RAM-Modul. Das RAM-Modul ist relativ leicht zu wechseln bei dem Mainboard. Wird einfach so rausgemacht. Und hier habe ich ein Alternativ-RAM-Modul. Muss man darauf achten, es gibt welche mit. 1,5 und 1,35 Volt. Letztere sind die sogenannten L-Module, also dieses hier mit 1,35 Volt. Und das muss natürlich immer stimmen. Jetzt ist ein neues RAM-Modul drin und ich probiere es mal aus. So, Strom hat es jetzt. Und, aber da passiert nichts. Also, auch wenn da kein Lüfter angeschlossen ist, irgendwas sollte man zumindest kurz hier flackern. Hier hat man schon ein defektes Mainboard. Da ist jetzt die Frage, was kann ich da machen? Mainboard defekt, kann ich das austauschen, kann ich das reparieren, ist natürlich durchaus möglich. Also wenn man jetzt das Mainboard austauschen möchte, muss man gucken, ob man irgendwo überhaupt erstmal eins bekommt. Meistens kriegt man sowas ganz gut bei eBay oder im Netz generell. Es gibt auch Versender von Ersatzteilen. Das ist aber meist relativ teuer dann am besten. Man kriegt es irgendwo vielleicht gebraucht, so in der Auktion ab 1 Euro. Also, ich würde da auch nicht allzu viel investieren, gerade das ist ja ein Low-Cost-Notebook. Und es kann natürlich auch sein, dass mehr als nur das Mainboard defekt ist oder dass es auch mit einem anderen Mainboard nicht funktioniert. Das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, da jetzt noch viel Geld rein zu investieren. Man kann solche Mainboards natürlich auch einschicken zur Reparatur, entweder zum Hersteller oder zu einer unabhängigen Firma, aber. Da ist man natürlich auch mal mit 50, 100 Euro dabei. Also bei diesem Notebook rechnen sich das mit Sicherheit nicht. Neue Notebooks gibt es in dieser Leistungsklasse so ab 200 Euro, 250 Euro. Da hat man dann auch meistens eine größere Festplatte drin oder einen aktuellen Prozessor. Und der hier ist ja auch bestimmt schon zwei, drei Jahre alt. Hier kann man wahrscheinlich noch die Festplatte benutzen. Muss man gucken, ob die funktioniert, aber eigentlich schon. Und das RAM-Modul kann man noch verwerten. Die anderen Sachen, die kann man vielleicht irgendwo in eBay reinsetzen. Ab 1 Euro vielleicht so ein Lüfter, das denn jemand braucht. Die gehen ja ganz kaputt und der sieht ja noch ganz gut aus. Der Akku, der könnte auch noch funktionieren. Bringt vielleicht auch noch ein paar Euro. Aber ansonsten ist es leider auch hier wieder Elektroschrott oder Ersatzteileträger. Wenn ihr ein Problem mit einem speziellen Notebook habt oder wollt da weitere Informationen, dann guckt mal auf der Seite tooltime.de. Da sind die Notebooks nach Hersteller aufgelistet oder auch nach Defekt. Könnt ihr hier unten die Suche benutzen, gebt hier euren Suchbegriff ein. Steht da, da könnt ihr den Hersteller eingeben oder das Thema Notebook Defekt, Akkudefekt oder ähnliches und dann kriegt ihr hier von der Seite die entsprechenden Videos und Beiträge aufgelistet. Wenn euer Notebook also sich nicht mehr einschalten lässt, dann habt ihr im Video gesehen, wie ihr da vorgehen könnt, was man da machen kann. Ist natürlich immer blöd, Mainboard defekt. Es ist ganz egal, ob es ein teures Notebook ist oder ein billiges Notebook. Das Gerät ist in jedem Fall defekt. Und wenn ihr ein teures Notebook habt, irgendein Gamer Notebook, dann sind die Mainboards natürlich dann auch entsprechend teurer. Also ob sich das immer so lohnt, das ist immer so die Frage. Also ich würde eher mal sagen, egal welches Notebook das ist, das lohnt sich eigentlich kaum. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare, da antworte ich gerne drauf. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und den Video einen Daumen hoch zu geben. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung, da findet ihr noch weitere Links zu anderen Videos, wo gezeigt wird, wie man Notebooks auseinanderbaut, wie man dann Display tauschen defektes, wie man Festplatten wieder liest, wie man Daten wiederherstellt. Guckt euch einfach mal unten die Videobeschreibung an. Das ist die Seite tooltime.de, da habt ihr die Themen oben angegeben, da gibt es Monitore, Handys, Notebooks nach Hersteller sortiert oder nach Thema sortiert. Hier Windows 10, Windows 7 und so weiter, Festplatten, wie man die klont, Drucker nach Herstellern und was man damit machen kann. Da findet ihr auch Retro-Videos zum Thema Retro-PC, also hier, wie man Computergehäuse wieder bleicht, hier alte Atari-Videos, alte Atari-Computer, Fortnite und so weiter. Schaut euch da einfach mal um, da sind mit Sicherheit auch noch jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und setzt von Canon, Browser und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.